Trautesheim, Glück allein. Wir sind wieder in unserem Zuhause, nachdem wir den Champion Adeku besiegt haben und somit selber Champion geworden sind. Hier wartet noch immer unsere Mutter auf uns, sagt aber nichts wirklich Neues. Als nächstes habe ich ja gesagt, werde ich ein paar legendäre Pokémon einfangen, aber vorher fange ich mir ein Pokémon ein und trainiere es, damit ich die legendären Pokémon besser einfangen kann. Aber bevor ich das tue, gehe ich hier in das Labor und spreche mit Frau Professor Dr. Esche. Und wir können ihr zeigen, wie viele Pokémon wir gesehen haben in der einer Region. Und je nachdem, wie viele wir gesehen haben, bekommen wir eine TM. Für 30 bekommen wir die TM 54 Trugschlag. Die brauche ich auch, denn die werde ich meinem neuen Pokémon beibringen. Außerdem bekommen wir jetzt noch die TM 17 Schutzschild und zudem noch die TM 10. Welche Kraftreserve wäre? Ja, ihr seht es hier, Hidden Power oder Kraftreserve auf Deutsch. Gut, aber wir brauchen wie gesagt nur die TM Trugschlag. Gut, dann können wir hier noch mit Belle reden. Sie fragt uns, ob wir wissen, was es mit den Schwarm-Pokémon auf sich hat. Also das fragt sie uns jetzt. Wir sagen mal nein und sie sagt einfach, ja, im Gras tummeln sich manchmal Schwarm-Pokémon auf und immer in dem Ticker, also in dem Ticker dort, welcher sich in dem Gebäude befindet, welcher zwei Routen miteinander oder zwei Städte miteinander verbindet, kann man das nachlesen, also auf dem News-Ticker. Hier können wir mit dem Vater von Professor Esche reden. Er fragt uns, wie viel wir Pokémon gefangen haben, aber das wollen wir jetzt nicht wissen. Und das Pokémon, welches ich fangen will, welches ich dann auch trainieren will, befindet sich nämlich auf Route, hier Route 11. Und man kann es halt nur fangen als Schwarm-Pokémon. Es ist, ich kann es eigentlich schon sagen, es ist Paras. Und wie gesagt, es taucht nur als Schwarm-Pokémon auf. Und schauen wir mal hin, vielleicht ist es gerade dort. Und dazu schauen wir hier auf den News-Ticker. Und wie es aussieht, ist es nicht dort, denn es befindet sich gerade ein Schwarm auf Route 3. Aber wir wollen eins auf Route 11, also ein Schwarm auf Route 11 haben. Und diese Schwärme sind immer nur auf einer Route und ja, deswegen müssen wir halt immer schauen auf dem News-Sticker, wo denn gerade ein Schwarm ist. Aber ich werde jetzt erst einmal so lange weitersuchen, bis endlich der Schwarm auf Route 11 ist. Dann werde ich mir dort ein Paras fangen, es mit den nötigen Attacken ausrüsten sozusagen. Und dann sehen wir uns wieder mit meinem frisch gefangenen und trainierten Pokémon. Also bis dann, Leute. Oder noch besser, wir suchen uns das Schwarm-Pokémon selbst. Ihr seht, auf Route 11 ist ein Schwarm vom Pokémon gesichtet worden. Wir sind hier auf Route 11 und ja, wir gehen einfach ins wilde Gras. Und Moment, setzen zuerst, ich habe wieder unseren Sklaven mitgebracht, setzen den an die erste Stelle. So, und jetzt gehen wir einfach ins wilde Gras und hoffen darauf, dass unser gewünschtes Pokémon kommt. Okay, erst einmal kommt ein Vipitis. Das wollen wir ja nicht so gerne haben, leiden, tun, machen. Gut, darum flüchten wir. Und wir suchen einfach weiter nach unserem gewünschten Pokémon. Es könnte eine Weile dauern. Und ja, weil es eine Weile dauern könnte, würde ich mal sagen, Hyperspeed. Up. Da ist schon unser gewünschtes Pokémon, nämlich ein Paras und ist Level 17. Ah gut, das nehmen wir. Man könnte es auch auf einem höheren Level fangen, aber 17 reicht mir. Wir versuchen es einfach mal mit einem Hyperball, vielleicht reicht das schon. Komm schon. Hyperball, du reichst doch für ein läppisches kleines Paras Level 17. Ja, es reicht auf jeden Fall. Sehr gut, damit haben wir unser gewünschtes Pokémon eingefangen. Seht ihr Paras vom Typ Käfer und Pflanze. Hallo Paras! Und ja, wir geben ihm einen Spitznamen. Und Paras kann man übrigens nur in der weißen Version fangen. In der schwarzen kann man sich
hingegen ein Knilzfang, das ist auch ganz toll. Das ist dann auch auf Route 11, glaube ich. Ja, ist auf Route 11 als Schwarm-Pokémon. Und das kann man halt genauso gut als Fangsklaven sozusagen benutzen wie unser Paras, denn Knilz lernt auch die Attacke Spore und Spore heißt auf, nee, auf Spore heißt auf Dingens Englisch und wie heißt auf Deutsch? Pilzsporen, genau. Denn Knilz und Paras lernen Pilzsporen und können zudem die Attacke Trugschlag lernen. Aber wir sehen uns dann gleich in diesem Part mit einem trainierten Paras. Also bis jetzt dann. Und so sieht es nach dem Training aus. Level 75, ich habe lange mit ihm trainiert. Auf Hyperspeed natürlich, sonst hätte das ewig gedauert. Mit diesen Attacken, die wichtigste Attacke ist wohl hier Pilzspore. Und ja, das war es eigentlich auch. Dadurch, dass ich es trainiert habe, ich habe es in den XP-Teil gegeben, haben auch ein paar andere Pokémon einige Level dazu bekommen. So. Jetzt bringen wir ihm aber noch eine wichtige Attacke bei, die wir ja von Professor Esche bekommen haben. Nämlich, wo ist sie? Wo ist sie? Hier oben sollte sie sein. Nämlich hier Trugschlag. Denn die Attacke zieht maximal so viel ab, dass der Gegner nur noch ein KP übrig hat. Und das ist doch ziemlich nützlich. Deswegen lasse ich X-Scissor vergessen, ja. Gut, ich hätte auch Aromatherapie eigentlich vergessen lassen können. Egal. Außerdem habe ich Chengung und Smiley Blitz beigebracht, weil wir jetzt wieder in eine Höhle gehen und dort werden wir den Blitz gut gebrauchen können. So, aber erstmal holen wir uns hier noch ein paar Items, die wir uns jetzt holen können, beziehungsweise schon vorher hätten holen können, seitdem wir halt Surfer haben. Aber wir holen sie uns erst jetzt. Zum einen wäre das hier die TM 94 Poison Jab und Gift Heap und als nächstes, ja, gibt es noch ein paar andere. Aber ihr werdet ja sehen. Zum Glück müssen wir hier nicht nochmal gegen Trainer kämpfen, sonst wäre das Ganze ziemlich lästig. So, das nächste befindet sich hier oben. Das nächste Item. Nämlich hier rechts kann man hin und sich das holen. Silk Scarf oder Schal, was für ein Schal schon wieder? Irgendein Schal halt. Seidenschal, genau, es war ein Seidenschal. Ja, und jetzt, ach, hier können wir rauf surfen. Und somit gelangen wir hierhin, hier nochmal absteigen und hier nochmal ins Wasser, um uns hier noch ein paar Items zu holen, die zwar nicht wichtig sind, nur ein paar Pilze, aber ja, ist egal. Wenn wir schon hier sind, können wir sie uns auch holen. So, komm, das holen wir uns auch noch. Einen großen Pilz. Ja, wieso auch nicht. Gut. Und jetzt surfen wir zu einer Höhle, in der sich vielleicht ein wichtiges Pokémon befinden könnte, aber nur vielleicht. In die Höhle hätten wir schon längst rein können, aber ja, wir gehen erst jetzt rein. Und ich bringe die Fukiose Höhle natürlich, so heißt sie, wusste ich natürlich. Jetzt setze ich erstmal Blitz ein, damit wir hier auch etwas sehen. So, und jetzt wieder natürlich den Detektor an. Und jetzt verschieben wir erstmal den Stein, damit wir hier durchkommen. Gut. Hier hat es leider auch ein paar Trainer drin, gegen die wir auch kämpfen werden. Aber leider sind sie extrem underlevelt, weil wir ja schon längst hätten rein können in diese Höhle. Wir hätten nur dazu die TM-Stärke und halt die TM-Surfer gebraucht. Und deswegen sind sie halt underlevelt, die Trainer. Ich werde sie trotzdem besiegen und ja, es macht Spaß, sie zu besiegen. Aber weil das eh ziemlich lame ist, machen wir es in Hyperspeed, also Hyperspeed ab. So, damit ist der Trainer besiegt, wir können auch gleich weitergehen, indem wir den Stein hier verschieben. So, der Schutz geht aus, das ist kein Problem, wir setzen einen neuen Schutz ein.
So. Und gehen auch gleich weiter, denn hier ist noch ein Trainer. Und ich würde wieder sagen, Hyperspeed up! So, damit ist der Trainer auch besiegt. Wir holen uns das Item hier. Eine Hyper Potion, yeah. Außerdem das hier. Ein Max-Schutz, Top-Schutz auf Deutsch. Und wir verschieben noch den Stein hier hin. Dann holen wir uns das Item hier her. Und können eigentlich gleich hier raufgehen. So. Aber ich würde sagen, wir. Nee, wir machen jetzt weiter. Ist ja auch scheißegal. Ach Mist, jetzt muss ich nochmal die VM-Stärke einsetzen. Gut, dann verschieben wir den Stein noch schnell. So, holen uns das Item hier. Und ich bin nur ganz rasch weg. Also, ja. Und wieder da. Und ich merke gerade, wir haben doch genug aufgenommen für diese Folge. Also, sehen wir uns in der nächsten Folge. Dann erkunden wir weiterhin die Höhle. Also, bis dann, Leute. Man sieht sich. Schönen Tag noch und tüdelü.